Jo, moin Leute, herzlich willkommen zur letzten Woche in der NFL Season 2020-2021, letzte Woche 17 der NFL Regular Season vor den Playoffs. Heute um 19 Uhr, let's go Detroit Lions, gewinnen gegen Minnesota Vikings 22-19. New England Patriots gewinnen durch ein Field Goal gegen New York Jets 33-30. Cincinnati Bengals gegen die Baltimore Ravens, das gewinnen die Ravens 17-24. Die Philadelphia Eagles schlagen das Washington Football Team 24-17. Chicago Bears gegen die Green Bay Packers 23-31. Packers. Tampa Bay Buccaneers gewinnen auch durch ein Field Goal gegen Atlanta Falcons 23-20 meine ich. Die Houston Texans schlagen die Tennessee Titans mit 10 Punkten Vorsprung 31-21. Die Cleveland Browns verlieren gegen die Pittsburgh Steelers 22-26. Die Kansas City Chiefs verlieren knapp nach Overtime gegen die Los Angeles Chargers mit 33-31. Die Buffalo Bills schlagen die Miami Dolphins 10 Punkte Unterschied 13-3. Die New York Giants verlieren gegen Dallas Cowboys 7-33. Die Indianapolis Colts gegen die Jacksonville Jaguars 33-43. Jaguars. Die Carolina Panthers verlieren gegen New Orleans Saints 33-48. Dann um 22:25 Uhr. Los Angeles Rams verlieren gegen Arizona Cardinals 48-55. Die San Francisco 49ers verlieren gegen die Seattle Seahawks 13-22. Und die Broncos gewinnen gegen die Raiders 25-23. So, das war's mit der Regular Season. Season 2020-2021 in der NFL. So, als nächstes kommen die Playoffs in der NFL. Die tippen wir auf. Das ist dann das nächste Video und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ich bin raus. Ciao.